In der 24. Runde der Tipp 3 Bundesliga, powered by T-Mobile, trennten sich Wiener Neustadt und Sturm Graz mit einem 0:0 unentschieden. Zur Frage, ob dieses Ergebnis in Ordnung geht? Denk schon. Also wir haben 2-3 Chancen gehabt. Sturm hat, sage ich mal, die größte sicher gehabt im ganzen Spiel. Und Sturm ist auch im Laufe des Spiels stärker geworden. Wir haben zweite Hälfte die Bälle nicht mehr halten können und sind deswegen unter Druck gekommen. Erste Hälfte war ich sehr zufrieden, wie wir aufgetreten sind. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten da nur kleine Torchancen durch Weitschüsse. Neustadt hatte eine große Möglichkeit, die sie nicht genutzt haben. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir dann das Spiel dominiert. Ja gut, wir haben die eine oder andere Chance gehabt, aber ich glaube Sturm auch. Also wir können sie nicht beklagen. Also ich glaube, Sturm hat sich sicher mehr erwartet, weil die wollen ja international mitspielen. Also für uns ist gegen Sturm 0:0 daheim auf alle Fälle in Ordnung. Ich glaube schon, ja, für die Chancen glaube ich, geht es in Ordnung als 0:0. Es waren wenig Chancen auf beiden Seiten und ja, wir haben zum Schluss kein Mittel mehr gefunden, dass wir gegen 10 Neustädter eine Chance ausspielen. Ne? Naja, nach unserem Lauf haben wir uns schon ein bisschen mehr erwartet, aber schlussendlich muss man da zufrieden sein. Die numerische Überlegenheit, die hätte man auch besser ausnutzen können am Schluss. Denn Wolfgang Klapf musste nach einem Foul an Andreas Hölzl vorzeitig unter die Dusche. Gerecht oder nicht? Also auf jeden Fall war es mal ein klares Foul. Und der Ball war weg. Ob man dann gelb oder rot zieht, das liegt dann im Ermessen des Schiedsrichters. Aber es war sicher ein Foul der härteren Sorte, würde ich mal sagen. Für mich war es eine harte Entscheidung. Also da hat das Ganze rundum und um vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass da die ganzen Leute auf der Sturmbank aufgesprungen sind und fast am Platz gestanden sind. Das war vielleicht ein bisschen Beeinflussung für den Schiedsrichter, aber ja, so entschieden muss man so hinnehmen. Ich habe es 10 Meter neben mir ist passiert. Ich habe mich noch aufgeregt von einer Szene eine halbe Minute vorher, wo es aus meiner Sicht ganz eine klare Schwalbe zu einem gefährlichen Freistoß für den Gegner geführt hat. Ich weiß nicht, der Klapfi sagt, er hat ihn blöd getroffen. Und ich habe aber gesehen, dass der Hölzl weitergespielt hat und das ist das Allerwichtigste, dass er nicht verletzt ist. Auch wenn dieses Remis für Sturm die ersten Punkteverluste im Frühjahr bedeutet und Wiener Neustadt sich vielleicht doch mehr ausgerechnet hat, letztlich konnten beide Mannschaften ihre positive Serie fortsetzen. Peter Schöttl zieht nach 5 Runden auf der Trainerbank der Neustädter eine durchaus zufriedene Bilanz. Na, von den Punkten her ist es nicht wahnsinnig spektakulär, weil es eben nur ein Sieg war, aber wie gesagt, wir haben gegen Salzburg, gegen Rapid jeweils Rückstände aufgeholt zum Punkt. Heute mit einem Mann weniger diesen Punkt gegen die Großen erreicht. Jetzt sollten irgendwann einmal die Gegner kommen, wo wir auch Favorit sind und die müssen wir dann natürlich auch gewinnen.